Man sagt, das idyllische Monreal sei das schönste Dorf in der Vulkaneifel. Am Dorf herum gibt es viele tolle Wanderwege. Der Traumpfad Monrealer Ritterschlag ist wohl der bekannteste. Monreal war der Drehort der Fernsehkrimiserie Der Bulle und das Landei und der Drehort für die Actionserie Alarm für Cobra 11. Oberhalb des Dorfes liegen die Ruinen der Löwenburg und der Philipsburg. Die ältesten Siedlungsspuren in Monreal stammen aus vorchristlicher Zeit. Urkundlich erstmals erwähnt wird es 1193 als Kunisberg, also Königsberg. In den 1930er Jahren begann man die romantische Eifel zu schätzen. Die beeindruckenden Bauten der Tuchmacher bilden den zauberhaften Ortskern. Ein Relikt der Steinmetzkunst findet sich auf der mittleren Elsbrücke in Monreal, das sogenannte Löwendenkmal. In den Jahren 2003 bis 2004 wurden an vielen historischen Gebäuden Hinweistafeln mit Informationen zur Geschichte und Nutzung der Gebäude angebracht. Dadurch möchte man die Geschichte des Ortes den interessierten Besuchern vermitteln.